Guten Morgen. Ja, am letzten Vormittag der Tagung haben wir traditionell das Thema der Tagung nochmal unter dem besonderen Gesichtspunkt der Verantwortung der Wissenschaft. Denn zur Erinnerung, diese Veranstaltungsreihe trägt ja den Titel Wissenschaft oder Wissen für Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit. Und dieses Mal stand sicher, wenn man die beiden Begriffe Frieden und Nachhaltigkeit nimmt, der Begriff Frieden im Vordergrund. Aber gerade diese Verantwortungsdiskussion an dem Sonntagmorgen ist uns natürlich wichtig, weil wenn wir die Tagung so ein bisschen Revue passieren lassen und das, was uns in den Vorträgen dargestellt worden ist, dann sehen wir natürlich alle, dass nicht jeder Einzelne von uns eine Verantwortung hat. Ich denke, das haben wir und das nehmen Sie alle sicher wahr. Aber dass auch die Institutionen, so eine Institution wie eine Universität, eine Verantwortung hat und die wahrnehmen will. Wir haben auch gelernt gestern in der Plattform, die wir den Studierenden gegeben haben, dass die Verantwortung gar nicht so einfach zu tragen ist als Institution, weil eine Institution ja natürlich nicht mit einer Stimme spricht, sondern eine Institution setzt sich aus sehr vielen Menschen zusammen. Aber das soll uns nicht daran hindern, die Verantwortung wahrzunehmen und wenn auch nicht so spontan und kreativ, wie Einzelne das tun können, so aber doch vielleicht, und jetzt kommt der Begriff nachhaltig noch einmal rein, nachhaltig die Verantwortung für solche großen gesellschaftlichen Fragen wahrzunehmen und immer mehr in dieser Universität dahin zu kriegen, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen und dass wir viele, vielleicht auch unkonventionelle Dinge als Universität tun können. Das mindestens ist mein Ziel und auch mein Fazit von dieser Veranstaltung. Und ich weiß zumindest einige unserer Hochschullehrer auch, und Lehrerinnen dahinter. Und ich bin sicher, dass viele der Studierenden uns unterstützen. Und das ist etwas, was mich sehr freut und was ich aus dieser Tagung mitnehme. Wir haben gestern eine Erklärung in der letzten Session, wenn man so sagen darf, besprochen nochmal mit denen, die noch da waren. Und die Erklärung hatten wir Ihnen allen verteilt gestern Vormittag und sie ist auch, liegt auch dort aus. Das ist ein kleiner Flyer mit dem Titel der Tagung. Wir haben noch gute Anregungen gekriegt in der Diskussion und ich möchte jetzt einfach nur den Fazit vorlesen, was wir am Ende dieser Erklärung jetzt zusammengestellt haben und was wir dann auch und was Sie sich mitnehmen dürfen und auch an den Orten, an die Sie hingehen, publik machen dürfen, so werden wir das auch rausgeben als eine Erklärung der Tagung. Und im Fazit haben wir aufgenommen, Deutschland steht zusammen mit allen europäischen Gesellschaften vor den größten Herausforderungen seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation. Es bedarf eines kritischen Geistes, der die aktuellen Diskriminierungen, Hierarchisierungen und Machtverhältnisse in den Blick nimmt. Ziel sollte die Entwicklung einer politischen Vision für Europa sein, das die Friedens- und Freiheitsversprechen ernst nimmt. Alle in der Forschung und Lehre Wirkenden sind aufgefordert, Offenheit und Toleranz, Liberty, Equality and Fraternity als Grundlage einer friedlichen Entwicklung zur Verteidigung und durchzusetzen. Der kleine französische Anklang ist, glaube ich, vielleicht auch wichtig. Man kann es auch nicht besser als in Französisch sagen, was das hinter diesen Worten steht. Und das würden wir jetzt als Erklärung auch mitnehmen und an die Öffentlichkeit geben. Und ich danke Ihnen alle, weil den restlichen Vormittag moderiert mein Kollege Uli Bartosch. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren und freue mich auch, einige von Ihnen vielleicht auf den nächsten Tagungen wiederzusehen. Denn diese Tagungsreihe wird weitergeführt werden mit aktuellen Themen, mit anderen Themen, die sicher in der Reihe der Tagungen uns auch immer ein kleines Stückchen weiterbringen. Und ich danke Ihnen für Ihr Hiersein.